Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Welt, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stoll News. Wir fangen heute an mit dem Kalender von Pokémon Kamsin und Purpur, und Pokémon Legenden ZA steht natürlich auch drauf. Da hat sich aber nichts getan. Weiter geht es dann mit Pokémon Sleep, wo es eine kleine Überraschung am vergangenen Freitag gab, denn Driftlon und Driftzeppeli wurden direkt released. Also die sind direkt rausgekommen seit vergangenem Freitag im Spiel, und Driftlon findet man auf der Grasgrüninsel und in dem Altgoldkraftwerk, während Driftzeppeli nur im Kraftwerk anzutreffen ist. Vom Schlaftypen her sind beide Halbschlaftypen und haben ein neues Haupttalent namens Horta. Es gibt auch Sets oder ein Set im Shop ab dem 14. Oktober mit Driftlon-Rauch, Driftlon-Bonbons und weiteren Items. Weitermachen wir mit Pokémon Go, wo es wieder sehr viele News gab, angefangen mit der Magnetstudie, die vom 15. Oktober bis zum 17. Oktober stattfinden wird. Man hat eine erhöhte Chance auf schillernde Magnetilo, Plusle und Minun. Magnetmodule locken mit höherer Wahrscheinlichkeit Event-Pokémon an, und es gibt weitere Boni-befristete Forschungen und Feldforschungen. Dann wurde auch der Menki Community Day angekündigt am 10. November. Von 14 bis 17 Uhr, Razaf und Epitaph lernen bei der Entwicklung Zornesfaust. Razaf entwickelt sich normalerweise, indem man 30 Pokémon vom Typ Psyche oder Geist besiegt, und in diesem Falle wird es von 14 bis 22 Uhr so sein, dass es sich auch entwickelt, indem man 20 Kampf-Pokémon fängt, wenn man es als Kumpel hat. Dann gibt es natürlich noch viele weitere Boni, unter anderem dreifache Fang-EP, Forschungen und Sticker. Weitermachen wir mit dem Halloween-Event Teil 1, das findet vom 22. Oktober bis zum 28. Oktober statt. Morpeko gibt das Debüt mit der Ladeattacke Aurarad und wechselt die Form auch, aber nur in den Team Go Rocket Kämpfen und auch in den Kampfliga Kämpfen. Morpeko wird in der Go Kampfliga bis zum Ende der Saison ab Rang 16 fangbar sein und dann auch in ein paar Quests, wo ich gleich nochmal kurz drauf eingehe. Außerdem wird Nebulak sein Debüt in den Dyna Raids geben, und es wird auch eine kostenlose befristete Forschung geben mit Krypuk und Morpeko Encountern und neben natürlich auch Feldforschungen für Morpeko. Dann gibt es auch eine 5 US-Dollar Forschung mit Boni und kostümierten Pokémon, die in Teil 2 das Debüt geben werden. Und es gibt auch eine 2 US-Dollar Forschung mit kostümierten Pokémon, und dann gibt es auch noch Avatar-Artikel, Sticker und weitere Boni, darunter auch wieder die Lavandia-Musik und Dekoration auf der Karte. Weitermachen wir mit dem Forschungstag mit Gala Makabaya und dem normalen Makabaya. Der wird am 19. Oktober sein von 14 bis 17 Uhr. Makabaya und Gala Makabaya sind in Feldforschungen, und die Chance auf ein schillerndes Exemplar ist natürlich erhöht. Tragosso, Zigzas, Gala, Zigzas, Zwirlicht und Schilterus findet man wild. Und auch hier gibt es eine 2 US-Dollar Forschung mit Makabaya Belohnungen und auch Masken im Shop ab dem 15. Oktober, darunter die Lucario-Maske, die wohl neu ist, der Rest sind aber alte Masken. Zu guter Letzt gab es noch ein kleines Update zu dem Go Wild Area Event, und da gibt es Star Pikachu und Rocker Pikachu wieder mal. Das erste Mal seit 2021, dem GoFest, wenn mich nicht alles täuscht, sind die wieder in Go für Ticketinhaber in einer Spezialforschung, bei Sammlerherausforderungen und bei Go-Schnappschüssen. Außerdem wird Relaxo mit Nietenjacke sein Debüt geben, und das erscheint dann weltweit eben in Go und kann auch schillernd sein. So viel dann zu Pokémon Go, weitermachen wir mit Pokémon Café Remix. Und da gab es auch ein paar Sachen, nämlich Traunmagils köstliches Halloween-Event hat begonnen, und da gibt es Traunmagil im Halloween-Outfit bis zum 25. Oktober. Außerdem kann man in den Stufen Olini sammeln für Olivino, das man dann als Pokémon freischalten kann, ebenfalls bis zum 25. Oktober. Es gibt auch zwei neue Lieferungen, einmal Psyau im Halloween-Outfit in einer Speziallieferung bis zum 8. November. Und dann haben wir eine Lieferung mit Mimikma im 5-Sterne-Halloween-Outfit und Zorua im 5-Sterne-Sternenhimmel-Outfit in einer 5-Sterne-Lieferung bis zum 25. Oktober. Und dann haben wir auch noch den Lichtel-Laternenpass, wo man eben 5 Kopien von Lichtel bekommt für 22,99 € im Shop bis zum 28. Oktober. Weitermachen wir mit Pokémon TCG Pocket, und da habe ich gestern eine News-Spezialfolge gemacht, 308 ist in der Videobeschreibung verlinkt, da habe ich alle EX und Secret Rare Karten aus dem ersten Set präsentiert. Dann machen wir weiter mit dem Sammelkartenspiel, und da kann ich auch wieder auf eine News-Spezialfolge hinweisen, nämlich 307. Es wurden einige Karten in der vergangenen Woche enthüllt zu SV8 Super Electric Breaker in Japan.
Dann habe ich auch noch eine Pikachu-Promo hier. Und die wurde am vergangenen Freitagabend bei einem Basketballspiel in Seattle in Washington verteilt, also in den USA, irgendwie zum 2024er Preseason Rain City Showcase oder sowas. Dann haben wir auch noch eine Kollektion, die Legendary Warriors Premium Collection, die am 11. Oktober, also am vergangenen Freitag, bei Walmart in Kanada erschienen ist für 90 kanadische Dollar. Das sind ungefähr 60 Euro. Sie enthält einige Reprints von Sation und Summer Center Karten und 14 Booster Packs. Damit war es dann auch für die TCG News. Hier haben wir noch den Kalender, wo sich jetzt nichts getan hat. Aber nächste Woche wird ein bisschen was erscheinen. Man sieht es ja hier, die drei obersten Produkte. Damit war es das dann auch für die News heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche mit einer News-Spezialfolge zu SV8, denn dann sollten sämtliche Secret Rares in Japan enthüllt werden. Also mindestens das werde ich präsentieren und natürlich weitere News-Spezialfolgen machen, wenn es sonst noch irgendwas Besonderes gibt oder eben nächsten Sonntag bei der nächsten Stoll-News-Folge. Also bis dann. Ciao.